Hallo, herzlich willkommen bei Pönitz TV. Wir stehen heute hier mit der Silke am Pönitzer See und hinter ihr kann man schon eine kleine Kette von witzigen kleinen Steinchen erkennen. Deswegen wollen wir sie heute mal fragen, was ist das denn? Ja, was ist das? Das ist ein kleines Spiel in der Corona-Zeit, das inzwischen in ganz Deutschland schon ist. Ich selber habe es in Hennstedt-Ulzburg gesehen bei meiner Tochter. Und daran sollen sich möglichst viele beteiligen, also die einfach Spaß haben, einen Zusammenhalt und damit wir die Corona-Zeit ein bisschen lockerer gestalten können. Also wir sind seit dem 19.04. da und wir haben knapp 300 Steine. Und die Steine sollte man möglichst sich irgendwo suchen, bemalen und mitbringen? Ja. Ganz einfach. Das Schöne ist, es sind auch unheimlich viele Kinder dabei, die mitgemacht haben. Das finde ich echt ganz, ganz toll. Oder ganz einfach Spaziergänger. Das ganze Dorf, das ist querbeet, aber nicht nur aus Klinkberg. Ich habe auch schon Gronberger hier gesehen und fremde Spaziergänger, die das einfach toll fanden und einen Stein hingelegt haben, bunt bemalt haben. Es sind auch es sind Figuren dabei. Sie sind einfach fantasievoll bemalt und so. Alles querbeet. Wir sind oft hier und gucken. Und was wir beide, also mein Mann und ich, in der Corona-Zeit jetzt schon viele Gespräche geführt haben, man kommt hier mit Menschen zusammen, die wir also zwar in Klinkberg schon mal gesehen haben, aber mit denen wir noch nie ein Wort geredet haben. Das bringt einfach nur Spaß. Wir sind jetzt hier am Wanderweg am großen Pönitzer See, kurz hinter der Badeanstalt, Richtung Pönitz am See. Wenn Sie einen Stein gestalten wollen, machen Sie einfach mit, helfen Sie uns, die Schlange ganz lang werden zu lassen und legen dort einen Stein mit hin. Wir freuen uns über jeden einzelnen Stein.